Ja Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Wolzen-Video hier auf meinem Kanal. Im heutigen Video gibt es wieder ein paar Neuigkeiten bezüglich der kommenden Inhaltsupdates, die uns noch 2021 in Wolzen erwarten werden. Bevor wir jedoch mit diesem Video starten, nochmal der Hinweis von mir: Wenn ihr keines der nächsten Wolzen-Videos mehr verpassen wollt, dann abonniert diesen Kanal hier und aktiviert die Glocke dazu, damit ihr dann noch eine Benachrichtigung bekommt, sobald hier ein neues Video online geht. Nun aber mal zu den Informationen, die das Team herausgegeben hat. Das nächste Update, was ansteht, wird das Inhaltsupdate 3 sein, welches voraussichtlich Anfang Mitte Juli erscheint. Dieser Inhaltspatch wird die Überarbeitung der Beschwörungen enthalten, darunter zum Beispiel die komplette kosmetische Überarbeitung. Das bedeutet, Modelle, Animationen und VFX der Beschwörungen werden komplett überarbeitet. Ebenso gibt es eine Überarbeitung der Mechanik der Fähigkeiten sowie verbessertes Verhalten und Kontrolle der Beschwörungen. Auch die Leistungsskalierung mit eurem Charakter, eurer Ausrüstung und den Pforte der Schicksale Knotenpunkten für die Beschwörungen wird mit diesem Update enthalten sein. Des Weiteren wird es neue Umgebungen, neue Variationen des Schadenstyps von Fähigkeiten und natürlich auch Quality of Life Verbesserungen geben, genauso wie neue kosmetische Rüstungen. Dann kommt das Inhaltsupdate 4, welches uns voraussichtlich im September/Oktober erwartet. Dieser Inhaltspatch wird folgenden Inhalt ausliefern. Da gibt es neue zusätzliche Endspiel-Missionstypen. Ebenso ist es Ziel des Teams, die Endgame-Belohnungen zu verbessern und auch neue Missionstypen hinzuzufügen. Dann wird es weiterhin neue Gegner, neue Umgebungen, wieder neue Variationen des Schadenstyps von Fähigkeiten und auch neue kosmetische Rüstungen geben. Das letzte Inhaltsupdate wird dann der Inhaltspatch 5 sein, welcher voraussichtlich im November/Dezember erscheint. Darin enthalten sind folgende geplante Änderungen bzw. Implementierungen. Zum einen soll die Controllersteuerung bzw. Controllerunterstützung den Weg ins Spiel finden. Dann gibt es nochmal neue Gegner und auch neue Umgebungen. Ebenso soll auch nochmal das Handwerk eine komplette Überarbeitung bekommen. Jedoch werden diese Änderungen etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen als ursprünglich angenommen. Somit wird es etwas länger dauern, bis diese Überarbeitungen, was das Handwerk betrifft, den Weg ins Spiel finden. Zwischen den ganzen Inhaltsupdates wird es natürlich auch weiterhin Hotfixes geben, wo Fehlerbehebungen stattfinden. Aber das Team hat betont, dass erstmal der Fokus darauf liegt, natürlich neue Inhalte dem Spiel hinzuzufügen. Und das waren die News rund um die Informationen, die das Team bezüglich der kommenden Updates herausgegeben hat. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gern den Daumen nach oben da. Und nun sagt der Henry wieder Danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.